Just deswegen, weil erstens einmal habe ich mir gedacht, so als Hintertür, ich hoffe, dass ich nie darauf zurückgreifen muss, aber ist das noch das Gescheiterste, weil das lässt am meisten Türen offen. Und dann mein Vater war Rechtsanwalt und mein Bruder hat Jus studiert, der ist dann Diplomat geworden. Also lag das irgendwie nahe. Es war nicht so einfach in der Zeit. Und zwar, man muss sich irgendwie einen Apparat vorstellen, der mich ziemlich eingeschüchtert hat oder zumindest es versucht hat. Ich habe damals schulterlange Haare gehabt als Musiker sowieso, aber auch als Überzeugung und auch um irgendwie so den Hass noch weiter zu provozieren, der uns von den alten Nazis entgegengekommen ist. Also ich bin nicht nur einmal auf der Straße gestellt und an meinen Haaren gezogen worden von irgendwelchen alten Nazis. Und auf der Uni habe ich natürlich dauernd das Gefühl gehabt, wenn ich mich mit den schulterlangen Haaren dort zeige, dann komme ich sowieso nie zu einem Ergebnis. Und deswegen habe ich das erste Mal eine Freundin gebeten, ob sie mir die Haare irgendwie ein bisschen richten kann. Und, so. Und die hat mir dann mit Spangerln und mit viel Taft hat mir meine langen Haare umgekippt und hat ein bisschen kürzere Deckhaare oben drüber und eingespangerlt. Und dann habe ich mir noch die Brillen aufgesetzt, damit ich noch ein bisschen weniger wie ein Hippie ausschaue. Und dann ist es tatsächlich durchgegangen. Ich habe natürlich die ganze Prüfung schrecklich Schiss gehabt, dass ich da das ganze Klumpert auflöst und auf einmal schwapp und die ganze Haare braucht und ich bin aufdeckt und so. Und ich kann mich erinnern, was für uns Just-Studenten absolut besonders war, war so die Arbeitsmöglichkeit der Architekturstudenten in ihren Zeichensälen, wo dauernd die heißeste Musik gelaufen ist am Plattenspieler, wo die sich Kaffee gekocht haben. Das war für uns einfach unpackbar. Also, und nicht zu vergessen, den Architektengschnars, das heißeste Fest über viele, viele Jahre, wo wir uns als Just-Studenten gedacht haben, wie gibt's das? Das gibt's ja gar nicht. Also bei uns waren wirklich so zum Teil richtig verknöcherte alte Professoren, die in Keller lachen gegangen sind. Und dort kann ich mich erinnern, Archi-Gschnaas, die Studenten haben mitten im riesigen Zeichensaal ein Schiff gebaut, von dem herunter die Getränke gereicht wurden. Dann gab es eine von ihnen gebaute Rutschen vom dritten Stock in den zweiten Stock runter. In einem Zimmer waren Strohsäcke aufgeschlichtet und es liefen Pornos in Zeitlupe. Und die Strohsäcke, kann man sich denken, damit man das irgendwie gleich nachüben kann oder so irgendwie. Auf jeden Fall, der Rektor hat eine Ansprache gehalten, die kann ich mich heute noch erinnern. Der ist doch tatsächlich zum Mikrofon und hat gesagt, meine Damen und Herren, für den heutigen Gschnaas möchte ich Ihnen ein Gleichnis mit auf den Weg geben. Mit den Damen verhält es sich so ähnlich wie mit Büchern. Es gibt schwierige Bücher, es gibt leichte Bücher, es gibt auch Leihbücher. Ich überlasse es Ihnen, ob Sie sich daran halten wollen. Aber auf jeden Fall als Motto für den heutigen Abend möchte ich Ihnen mitgeben, lesen Sie, solange das Augenlicht noch reicht. Für uns Just-Studenten war das wirklich unfassbar. Ich glaube, mit 15 habe ich ein Schlagzeug geschenkt gekriegt von meinen Eltern. Und das war eine Sensation, weil es gab damals gar nichts zu kaufen. Und es hat sich sehr bald rumgesprochen, dass ich ein Schlagzeug habe. Und da hat mich gleich darauf dann eine Band angerufen, die wollte mir das Schlagzeug abkaufen. Ich habe gesagt, na, das gebe ich nicht her. Und so, haben sie mich 2 Monate später nochmal angerufen und haben gesagt, ja, also ob ich das Schlagzeug verkaufe, nein, ich verkaufe es noch immer nicht. Haben sie gesagt, naja, wie wär's denn, willst du nicht bei uns Schlagzeug spielen? Denn die hatten einen Schlagzeuger, aber der hatte kein Schlagzeug. Und jetzt bin ich sozusagen, also mein Schlagzeug ist engagiert worden, mit einem Wort.
Mich haben sie in Kauf genommen. Es war zumindest etwas. Naja, und das hat mir aber ziemlich Spaß gemacht. Und ich habe eigentlich dann die ganze Zeit getrommelt in verschiedenen Bands. Und dann natürlich während des Studiums auch. Das war meine Hauptbeschäftigung. Dementsprechend hat das Studium ein bisschen länger gedauert als üblich. Ich bin zwar nie durchgefallen, aber ich bin irrsinnig oft nicht hingegangen, weil ich einfach keine Zeit gehabt habe dafür. Und ich habe dann 1974 promoviert. Ich habe während des Studiums dauernd in Bands gespielt und war auch schon Manager der Band, weil ich habe das gut können, auch Jobs aufstellen und so. 1975 haben wir den ersten Plattenvertrag gekriegt für eine Single. Da war ich Schlagzeuger und da ist aber nichts geworden draus, das hat sich nicht verkauft. Und zwei Jahre später haben wir aber dann von einer anderen Firma einen Vertrag gekriegt für drei Alben. Das Album hat sich für damalige Begriffe ganz passabel verkauft. Und leider ist dann das zweite Album nicht so gut verkauft worden und das dritte auch nicht. Und dann war es das wieder. Dann habe ich damals ein Tonstudio aufgebaut mit einem Freund zusammen. Da drin sind dann die ersten Alben entstanden von SDS, EAV und anderen. Und habe dann mein erstes Soloalbum gemacht. Da habe ich mir ein paar hunderttausend Schilling von der Bank ausborgt, weil ich habe das Geld nicht gehabt für Musiker und so. Und Gott sei Dank hat das eine Plattenfirma gleich genommen. Und von da an ging es dann immer weiter und weiter. Da ist ziemlich steil drauf gegangen mit den Verkäufen. Also mein erstes Soloalbum hat gleich 3,5 Mal so viel verkauft wie die bisherigen Magic-Alben. Und das zweite doppelt so viel wie das erste und das dritte 2,5 Mal so viel wie das zweite. Und da ging es irgendwie schon ordentlich weiter. Das Faszinierende ist auf der einen Seite, dass man dort, wo vorher gar nichts war, was entstehen lassen kann. Und das ist eine sehr nachhaltige Befriedigung. Das ist wirklich großartig. Und ich bin total froh, dass ich Musiker geworden bin. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man davon leben kann, ist ja in Österreich minimal. Also kann ich das gar niemandem raten, das zu machen, weil das machen zigtausende und 99,99% müssen es irgendwann aufgeben, weil man davon nicht leben kann. Heute ist es noch viel schwieriger als damals. Das macht mir immer noch einen totalen Spaß, live mit der Band unterwegs zu sein. Und jetzt produziere ich gerade ein Album mit einer Sängerin, die selber auch schreibt. Und das meiste ist von mir. Musik bleibt absolut der Mittelpunkt und ich bin total glücklich, dass ich das gemacht habe, denn wenn ich einen Job hätte, wie es so viele gibt, wo unterm Strich nur eine Zahl steht, dann würde ich mich lange nicht so reich fühlen, nicht in finanzieller Hinsicht, sondern in Hinsicht von Lebensqualität, wie ich mich fühle.